Er soll der modernste Airport Deutschlands werden, der Flughafen Berlin-Brandenburg im Süden der Hauptstadt. Und weil modern heute vor allem umweltfreundlich heißt, soll hier 2011 die erste CO2-neutrale Tankstelle der Welt entstehen. Diese Tankstelle ist für uns ein Leuchtturmprojekt, wo wir deutlich machen können, dass wir die Technik unseren Kunden zur Verfügung stellen können und damit die Produkte Wasserstoff, Erdgas mit Bioanteil, Elektro und natürlich die klassischen Treibstoffe. Ich bin der Meinung, dass solche Projekte außerordentlich wichtig sind, um die Bevölkerung zu sensibilisieren. Hier passiert endlich was, hier wird gehandelt. Der angebotene Wasserstoff und die komplette Energieversorgung der Tankstelle werden über einen Windpark produziert. So sollen rund 170.000 Tonnen CO2 pro Jahr vermieden werden. Für Staatssekretär Rainer Bomba sind solche Projekte nur der Anfang. Wir investieren momentan etwa 1,4 Milliarden Euro gemeinsam mit der Industrie für die Entwicklung von Wasserstoffprodukten. Wir haben weitere 500 Millionen bereitgestellt über das Konjunkturpaket, um im Bereich Elektromobilität weiterzuentwickeln. Welcher alternative Kraftstoff sich durchsetzen wird, das ist die große Frage. Die Autohersteller setzen deshalb auf einen Mix. Und nur ein Bestandteil heißt Wasserstoff. Im Vorderwagen ist ein Brennstoffzellensystem eingebaut worden und hinten, vor und hinter der Hinterachse sind zwei Wasserstofftanks. Und die chemische Energie, die in diesen Wasserstofftanks gespeichert ist, die würde vom Brennstoffzellensystem in Strom und Wärme umgewandelt. Mit dem Strom können Sie dann das Fahrzeug betreiben. Der große Ansturm auf den CO2-frei erzeugten Wasserstoff an der neuen Tankstelle am Flughafen Berlin-Brandenburg dürfte vorerst ausbleiben. Die meisten werden wohl nach wie vor Benzin und Diesel tanken.